Kleine Kinder werden genötigt, der Vergewaltigung ihrer Mütter zuzuschauen. Bieten sich ältere Schwestern für ihre Jüngeren an. Frauen machen sich stark gegen Krieg. Und das vor gut 100 Jahren, ausgehend von München. Anti-War Women, ein neuer Abend in den Münchner Kammerspielen, macht drei verschiedene Protestbewegungen von Frauen gegen den Ersten Weltkrieg zum Thema. Namen, die in Vergessenheit geraten sind. Nun wird ihnen ein Denkmal gesetzt. Anita Augsburg, Franziska zu Reventlow, Lida Gustava Heimann und Hope Bridges Adams Lehmann. Was ich bei diesen Frauen so bewundernswert finde, ist, dass sie ihre eigenen Privilegien aufs Spiel setzen, sogar ihren eigenen Körper, um gegen diesen Krieg zu protestieren und zusammenzukommen. Dieser Frauenfriedenskongress in Den Haag ist deshalb so wichtig, weil er Frauen aus kriegführenden und neutralen Ländern versammelt, also Feindinnen, die gemeinsam zusammen darüber diskutieren, wie dieser Krieg beendet werden kann. Und dieser Mut und dieses Engagement, vielleicht weil es mir selber teilweise fehlt, finde ich so wichtig zu erzählen, dass man sich daran erinnert, einfach ja auch widerständig zu sein in den Zeiten, sich einzusetzen und auch die eigenen Privilegien einzusetzen. Anti-War Women, ein dokumentarischer Mix aus Popkonzert, Schauspiel und Performance. Ab sofort im Schauspielhaus.